Ja, ihr lieben Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Chorus. Auch das ist ein Product Placement und ich darf euch mal innerhalb von zwei Videos ein bisschen was zeigen. Es ist ein Weltraumspiel mit einer sehr, sehr dichten Story um die Hauptcharakterin, um die Hauptheldin. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, deswegen spielen wir es ja mal an. Mal ganz kurz was überprüfen, weil irgendwie... warte mal, ich mach vielleicht mal DLSS-Modus aus. Oder... mach mal auf ausgeglichen, weil ich habe vorhin festgestellt bei der Aufnahme, es hat ein bisschen geruckelt. Deswegen wollte ich jetzt noch was versuchen. Vielleicht V-Sync mal aus. Ich hoffe, das passt jetzt besser. So, wir starten neu, liebe Leute. Schwierigkeit, Mittel, ja. Permadeath auf jeden Fall. Wir machen mal Permadeath an und machen auf Extrem. Da werde ich sehr weit kommen, schätze ich. Nee, das ist Quatsch. So, wir starten neu. Das werde ich mal löschen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Spiel. Ihr könnt euch ja dann ja über den Link in der Videobeschreibung mal da reinklicken auf Steam. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, ist es angezockt, schreibt es mir in die Kommentare. Bewertet gerne und ja, im Endeffekt kaufen, 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 kaufen. Und ich habe leider keine Zeit, um es weiterzuspielen, bis auf diese zwei Parts. Aber ich hoffe, ich kann es euch ein bisschen schmackhaft machen. Viel Spaß mit dem Intro. I wanted peace and safety for people. I wanted chorus. Eternal harmony for everyone. Taught by the great prophet himself, I saw him as the father I never had. He was kind, a healer helping the sick, and a true guiding light for us all. I became his best pilot. His executioner. My talents and those of other elders were revealed. He taught us to tap into the ether and unleash gifts that lay suppressed inside us. The same powers the menacing faceless harness from inside their void. Nothing was able to stop the power of the circle. Nothing was able to stop me. But then he changed. Something happened, and suddenly no sacrifice was too much. Nimica Prime, a rebellious world refused the harmonious doctrine of Chorus. An order was given, one which every elder must follow, even if they disagreed. Destroy that planet, Nara. I hesitated. You can refuse, Elder. But I didn't. I gathered all my anger. And... billions died. I heard them scream. That day, I left the circle. Turned my ship towards the rift. Ready to stop it or die. Keisha died first. Urum soon followed. Awan, my brother in Chorus, was hit. So I left him behind. I left them all behind. And I fled. Hört sich auch sehr friedlich an, diese Vereinigung, ja. Wenn die alles, wenn die ganzen Planeten vernichtet haben. Access code. Transmitting. Now. You only have a few seconds to get inside before the security system re-engages. Good honey. I'm a force in the shadows.
I'm Nara. How are you doing in there? Relax. I'll bring your AR-1 back. Just bring yourself back. And some Neju power cells for the Enclave. Oh, sieht das gut aus, Leute. Aber ich muss mal ein bisschen die Steuerung... Entschuldigung, ich muss mal die Steuerung ein bisschen... Oder weißt du was, ich spiel's mit Gamepad. Machen wir's mal so. Crew. Ah, ist schon viel besser. They never had a chance. A raid. Someone sold them out to the cult. They massacred everyone. Even the kids. A circle cleansing doctrine. Thara. Who betrayed them? Never found out. Das Schiff ist auch krass, weil ich mich so teleportieren kann, solche Sprünge machen kann. Ach, sammeln. Ich dachte schon, ich muss sie kaputt schießen. I got one. Perfect. This Neju tech could power the Enclave for years. If the circle doesn't find us, I can still reach out with my right of senses and find them. Das Ritual der Sinne. Oh, ich finde das so schön mit ihrer, dass sie noch so eine Gedankenstimme hat. Wow, you really are one of a kind, Nara. How did you find that? I'm heading deeper, sir. They must never know about my right. About me. Ah, okay, der Einsatz von Ritualen ist, dazu ist Energie erforderlich. Die Energieleiste zeigt dir, wie viel Energie du jetzt hast. Sammle Fragmente, um deine Energie zu verbessern. Ich habe jetzt auch mal die Aufnahmemethode gewechselt, dann läuft es ein bisschen flüssiger, wie ihr seht. Halt ohne Facecam jetzt, aber ist ja auch nicht so schlimm, oder? Und die andere ist hier noch, ne? Ja. Muss halt wieder ein bisschen aufladen, meine Energie. Das war's. The lock opened. I'm moving on to engineering. Es wirkt auf jeden Fall alles schon mal sehr deep. Diese Flüsterstimme von ihr, diese Gedankenstimme. Was mit dem Chorus und mit dieser Vereinigung. Und ich stehe auch total auf diese Weltraumspiele. Was war das letzte, welches ich gespielt habe? Dark Star One, glaube ich. Ist schon ein bisschen her, ja, ich weiß. Oder auch das Star Wars Spiel. Überlegene Schussweite stationär zum. Ja, schließen halt ein B. Naja. Kann jetzt auch nicht so viel, das Ding. Toller Gegner. Aber diese Sektion ist unter Lockdown. Ich finde einen Weg. Oder make one. Ich kann sense the barrier field's energy flow. Ah, credits. Might buy me a nice upgrade at the Enclave. No power, no barrier field. So, wie komme ich da rein? Der Strom führt hier rüber. Drüben führt noch eine Leitung hin. Hier ist noch was. Hier. Das ist eine Energiezelle, aber hier kommt. Ach, warte mal, hier drüben komme ich rein, oder? Das habe ich gerade jetzt geöffnet. Ja. Benutze häufig deine Rituale, setze deine Ausrüstung ein und interagiere mit der Welt, um deine Beherrschung zu verbessern. Höhere Beherrschungsstufen geben dir mächtige Boni. Zum Beispiel die Gatling Gun Stufe 2. Ah ja. Jetzt ist das auch noch auf. Also sie hat wohl so eine geheime Fähigkeit, die, von der niemand wissen darf. Lockdown lifted. You're amazing. Thank you, Sav. Wie gesagt, alles ist noch so ein bisschen mysteriös und geheimnisvoll, aber das soll es ja auch sein, ne? Sie ist die Beste der Besten. Das gefällt mir echt gut, Leute. Vielleicht werde ich es wirklich weiterspielen nach dem angezockt. Ohne Spaß, ich liebe sowas hier, ne? An incredible sight. I built her big. Yes. Big and slow.
circle target. Moving in. I still have space for more power cells. Are you okay, Nara? It's nothing, sir. Just remembering something. The pain's still there. Deep inside. Ah, mit dem linken Stick kann ich einen Schubantrieb zünden, aber der ist offline. So, the Artok. It transported jump gates. Yes. Crossed space the old way. Engineers, pioneers, their families. All looking for a new beginning. Long journey just to die. I've retrieved almost all the cells. Yeah, good. Sav, you okay? I knew what had happened here, but seeing it. Those people, the dreams, plans, all dead. I know. It's cult work. Sav, all power cells collected. They're all dead. Their blood is not on your hands. It's on the cult. But on mine. You're right. I guess. And get out of there. Come home, Nara. What are you hiding? Okay. Sein klarer. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ihre Kollegen sind gestorben. Eine Erinnerung. Wow. Heavy contact. Engaging boost. I have company, Sav. Pirate crows. Get out of there. Drop the cargo if you must. Aha. Greife den Gruppen an und schwacher Gruppen. Okay, Scavenger. Hand over your cargo and maybe we'll let you go. You don't know what you're meant for. Upsi. Okay, wir wissen echt nicht, worauf sie sich einlassen. Erinnerung. Ich will euch jetzt auch mal abballern können. Ihr Assis. Aha. Rest in peace. I'm in the clear. Credits. They're dead now. It was their choice. I didn't want them to follow me to the enclave. Understood. It was the right call. This is so cool here. We're not gonna make it. How the hell did the cult find us? I can hear their voices inside my head! No matter where you hid, you could not escape our... their psychics. Ja, das ist echt. Echt nicht cool, wenn die psychisch begabt sind und in euren Köpfen eindringen. Also in eure Köpfe eindringen können. Nicht cool. Ist hier noch was? Da ist noch was. Hä? War das die Erinnerung jetzt, oder? Choice to join before I chose for them.
Ja, ist halt nicht so cool, was dieser Chorus, ne, was die machen. Die Leute zwingen beizutreten oder sie vernichten, das ist... Don't think I'll ever come back here. Maybe I can still sense something. Das ist schon ein bisschen inquisitionsmäßig. Was drift was? Sir, the cargo is secured and all power cells stable. I'm heading back to the enclave. Good job, Nara. Sieht das geil aus. Thank you. Ist das der Saturn? Nee. Drücken Sie linke Stick, um Lichtschubantrieb zu starten und riesige Entfernung zurückzulegen. Good. Wow. Sublight drive still works. Nara, I was thinking. All these years, I've never seen you afraid of anything. And the way you fight, precise, deadly. You could earn a fortune anywhere else. I'm not leaving Stega. Good. But things here might change. You're expecting trouble? Just come over and we'll talk. Oh, this is just geil. I'll see about that. Sag das mal an. Hey, Scavenger Nara. I could use some help. Understood. Oh, Nara, you came. Okay. I'm listening. It's a quick delivery, but I'd feel safer if someone like you could wash my back and handle things. Sounds like trouble. I'll pay you. Ich verstehe noch nicht so ganz, was sie ist. Ist sie jetzt ein Freelancer? Oder gehört sie dieser Gruppierung an und muss eben Sachen machen? Hört sich jetzt mehr so an wie eine Söldnerin. Alright. Where to? Samage Outpost. It's not that far. Ja, ist optional. Wir machen das natürlich mit. Azan. Didn't you work at the Enclave? Yeah. I fixed that ship of yours a few times. But I left after I... Well... I still owe Sav. I've got my own workshop now. Business is good, but... I lost some credits. Ugh, that damn game was rigged. And now you owe... the pirates. I'll pay them... right after this delivery. I see. While piling up new debts. Ich finde das voll gut vertont, also die Dialoge, ihre Stimme, ist so geil. Was ist das? So Geschwindigkeitsbahnen hier? Ist auch schön durchdacht, ich mag das. Na toll, das war die Lieferung, ist ja gar nichts passiert. But I'll drop off my goods fast. Oh. Azan! Finally found you. I have your credit. Almost. I just need to... That story's growing old. Hey now, or... Nara, can you... maybe... Okay, I'll cover your debt. Fine with me. We'll see you, Azan. Always welcome to join us for another game. Wow, ich wollte die ganze Zeit abballern, Nara. Das geht nicht. You owe me now. I know. My cargo's still at the Enclave. It's yours. Follow me. Ja, kann ich auch mitleben. Da kann der Freundin ja mal helfen, oder? Ich will auch so ein Raumschiff, das ist super gut. Let's use the acceleration gates to the Enclave. Right, you shouldn't stay out in the open. Yeah. Oh, ist das geil. Wie schön das aussieht. Alter Schwede. Also optisch hat es mich schon überzeugt, das Spiel. Absolut. Oh mein Gott. Ich frage mich, ob man noch zu Fuß irgendwas machen kann. Oder... Kennt ihr noch Aquanox? Natürlich kennt ihr Aquanox. Ja gut, wo ist sie denn? Lässt sich aber ganz schön Zeit, ha? Was ist denn jetzt ihre Quest? Ich meine, es gibt ja zwei Orte, die ich ansteuern kann. Ach, da oben ist sie schon. Wow, sie war ja schnell. Da gab es ja auch diesen Hub, die Kantine, wo man Aufträge holen konnte.
Aber das war mehr so... Man konnte halt Leute anklicken, ja? We made it. Here. It's what you covered. Plus my cut from the delivery job. 275 Credits, ja. Ist okay. If I repay Sav, I might get my old job back. Maybe. If he decides to trust you again. Huh. The Enclave. You called it my home, Sav. Maybe one day. Sav, I'm coming in. Your Naju power cells are all safe. And your landing bay is ready. Wo sind ganz viele Stellen markiert? Was ist das denn? Ah, hier ist noch mehr Zeug. Da liegen einfach Credits im Raum rum, ja. Oder ich die Einzige mit diesen Skills bin, wenn jemand irgendwie jetzt hier was versteckt, kann ich es ratzfatz finden, ne? Was sind die denn? Oh, das ist noch eine Erinnerung. Wow. What's its name again? The Enclave? Catchy, right? People need a safe place. To hide from the cult. To live a free life. That's what we all need. And you would be perfect as our chief of security. Not so fast, but show me around. Great. You're gonna love it. Aww. I think so. Bin gespannt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, bei diesem Sav da wird da irgendwas... Da wird da irgendwas geschehen, was... vielleicht nicht so nett macht. Vielleicht wird am Ende sogar unser Feind. Hört sich jetzt alles so gut an. Das sind jetzt alles unsere Verbündeten. Wir gehören dazu zur Enklave. Aber... Aua. Okay, es kostet mich wirklich Schild, wenn ich irgendwo dagegen knalle. Ich meine, ist ja auch richtig so, ne? Wie komme ich denn hier rein, sag mal? Ah, hier. Oh, Sinne Level 2. Kann ich das irgendwo ausrüsten? Beherrschungsmenü. Das Beherrschungsmenü gibt dir einen Überblick über alle verfügbaren Beherrschungskategorien, deinen derzeitigen Fortschritt und dadurch freigeschaltete Boni. Du kannst höhere Stufen einer Beherrschung erreichen, wenn du bestimmte Ziele erfüllst. Jede Stufe erhöht die jeweiligen Boni und macht dich im Kampf stärker. Durch Story-Fortschritte werden weitere Beherrschungskategorien freigeschaltet. Du solltest daher deshalb regelmäßig in dieses Menü zurückkehren. Sinne Level 2. Aktuelles Level plus 4, aus Beutekisten gesammelte Credits. Nächstes Level 8% mehr Credits und nächstes Level oder Max Level 20%. Ah ja, 75 von 9000 Credits. Oh, spüre Beutekisten auf und sammle sie ein. Achso, das ist alles. Und hier Gatling Stufe 2. 8 von 50. Oh, was? Minus Überhitzung, minus 20% Überhitzung. Alles klar, was haben wir? Waffen. Gatling-Kanone, Rituale, Sinne 2, Kampf, Zerstörer. Ah ja, da bekomme ich mehr Schaden gegen die. Hier, Waghals, ich repariere deinen Schiffsrumpf, wenn du etwas aufsammelst. Aha. Reparaturschiffshilfe und Booster. Zerstöre Gegner beim Boosten. Ah, interessant. Das ist also ein Weg, wie wir unseren Kram aufladen oder wie wir halt leveln können quasi. Natürlich sind Sachen auch sammeln wichtig, aber Leute, es ist ja nun angezockt, deswegen werde ich dann mal machen, dass ich jetzt hoch zum Hangar komme, bevor ich jetzt die ganze Zeit Sachen sammle. Könnt ihr auch selber machen, wenn ihr das Spiel vielleicht kaufen wollt, ne? So, da ist der Hangar. Mit dem rechten Stick können wir übrigens stabilisieren, die Kamera. Reindrücken. Why those energy cells, Sav? We've had a lot more refugees lately. Things are shaking up back in Cold Space.
You're preparing for a cult attack. Could be nothing. Keep this between us. Hangar-Menü. Hangars erlauben dir den Kauf neuer Waffen, Schiffsmodifikationen und Upgrades. Außerdem kannst du hier deine Konfiguration ändern. Im Laufe der Story wächst das Warenangebot und die Station bietet immer bessere Ausrüstung an. Hangars, bei denen du andocken kannst, sind über die verschiedenen Sternensysteme verteilt. Sobald ein Hangar entdeckt wurde, wird er auf der Karte markiert. Ah ja, ich kann Modifikationen, aber ich habe... Wie viel Geld habe ich denn? 2000 Credits. Deflektoren. Dieser Durchbruch bei der Deflektorschild-Technologie verbessert deine Schiffsverteidigung. Dank erhöhter Stabilität kannst du volle Schilde länger aufrechterhalten, bevor sie wieder aufladen müssen. Und Automatisierungsprotokoll 1000. Dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst ist das perfekte defensive Upgrade. Es verringert die Ausfallzeit der Reparaturdrohne zwischen einzelnen Reparaturarbeiten, sodass du schneller wieder kampfbereit bist. Verringert die Ausfallzeit der Reparaturdrohne um 10%, wodurch sie in kürzeren Abschnitten eingesetzt werden kann. Okay. Und prädiktiver Algorithmus. Ich lese mir nur kurz den Effekt durch. Erhöht den Schaden sämtlicher Waffen gegen feindliche Schiffsrümpfe um 6%. Hier, Kampfprotokoll zerstört Schilder um 6% schneller und legt den feindlichen Rumpf schneller frei. Wärmeleiter erhöht die Basisfluggeschwindigkeit des Schiffs um 20%. Alle Waffen verursachen gegen feindliche Schiffsrümpfe 6% mehr Schaden. So, was haben wir bei Schiffsstruktur? Oh, was? Rumpffragment. Aha. Eine Materieansammlung, mit der ein Schiff zusätzliche Rumpfpanzerung produzieren und seine Grundstruktur verbessern kann. Das Aufsammeln von 3 Fragmenten bietet genug Material, um ein Schiff zu verstärken und es deutlich widerstandsfähiger zu machen. Habe ich denn 3? Nee. Ich habe 2 von 3. Aha. Aber ich habe schon upgegradet. Okay, Schiffsfragment, nächste Stufe 25. Na, diese Fragmente stammen von Energiezellen mit hoher Kapazität und treiben den regenerierenden Energieschild des Schiffs an. Die erste Verteidigungslinie jedes Schiffs. Habe ich das schon? Upgrade-Fortschritt 0 von 3. Achso, ich muss die erst kaufen, ja. Achso, ich hatte 2 und habe es jetzt mit dem nächsten upgegradet schon. Ah, ich verstehe. Man sieht unten immer die ich schon habe. Die X'e. Also ich habe jetzt hier 0 und hier auch 0 und ich muss mir jetzt erst 3 kaufen für ein größeres Schild. Einen größeren Schild. Oh, Einschlagstellern. Okay, das macht viel mehr Schaden. Diese schwere Gatling-Kanone verschießt Kugeln, die mit einer supraleitenden magnetischen Flüssigkeit optimiert wurden, um Schilde zu stören und selbst das beste Rumpfmaterial zu durchschlagen. Gegen Panzerung ist sie aber weniger effektiv und für ihre ideale Betriebstemperatur ist besondere Kühlung nötig, weshalb diese Kanone schneller überhitzt. Das ist schlecht, aber ich nehme sie. Guck mal, Gatling-DPS. 45 mehr DPS. Oh, nice. Hat jetzt meine ganzen Credits gekostet, aber ist ja auch egal. Ich wollte mal eigentlich so ein Upgrade hier noch aus, wo ich komme. Machen wir nächstes Mal. Ja. Sieht noch ein bisschen klein aus, das Schiff, aber ich wette, es wird noch größer mit der Zeit und imposanter. Aber ich meine, sie ist ja jetzt schon die krasseste der krassen, oder? Wird sich auch nicht mehr viel dran ändern. Nara, I've got something that needs your discretion. We have a lost shipment, sensitive cargo. And my wife asked for you. What does Ree need? Ah, seine Frau. It involves a missing ship. She'll tell you more when you get there. All right. Sav, he thinks his secrets are protection. Ja, ich sage ja, Sav ist vielleicht noch... Was? Konzentriere ich auf die Sinne und finde Aktivitäten. Okay. Alter Schwede. Was ist denn hier? Sav, any priorities? Your choice, Nara. Das Universum im Chorus ist riesig und lässt sich frei. Ich muss. Naja, ich kann nicht. Entdecke Nebenaufgaben, schließe sie ab, um mehr über diese Welt zu erfahren, mächtige Upgrades freizuschalten. Wenn ich. Ja, war zu schnell. Vorbereitung in der Enklave. Sammle die heikle Fracht auf, finde die Rees verschollenes Schiff. Und erstmal das hier. Krass, es ist halt alles Open World, ne? Oh Mann, guck mal, ist das alles die Welt?
Ach du Elend, heikle Fracht. Kann ich die hier schon annehmen? Zivilistin Turin-Auftrag. Frachtlieferung. Kann ich das markieren? Eigene Markierung, okay. Aha, also das sind die Hauptaufträge, natürlich die Ausrufezeichen, und das hier sind die Nebenaufträge. Schon kapiert. Interesting. Interesting. Hey Scavenger, I could use some of your legendary discretion. Ja. What do you need, Enclave Security? A special secured delivery. It'll be quick. You in? Ja. All right. Where do I pick it up? Here's the coordinates. Ja, aber erstmal wollte ich sagen, Leute, wir pausieren hier den Part. Das war's für Part 1. Es kommt noch ein zweiter von Chorus. Ich bin echt begeistert gerade. Die Welt gefällt mir ziemlich gut. Die Hauptheldin hat eine super tolle Stimme. Und die Story, werden wir sehen. Weiß ich ja noch nicht. Wird sich vielleicht noch zeigen jetzt im zweiten Part. Auf jeden Fall danke schon mal fürs Zusehen. Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren und gebt eine Bewertung ab, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns wieder zu Chorus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.